Hallo, ich habe nochmal Lust aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid auch bereit für einen brandneuen Part hier auf unserer tollen Odyssee durch die ewige Welt der Pokémon. Und ja, die Balljungen, die wollen anscheinend nicht kämpfen. Das ist wirklich schade. Und dafür habe ich nämlich extra eine Heilung in Kauf genommen. Und deswegen bleibt uns nichts mehr anderes übrig. Wir gehen in die neue Arena von Rayonu City, beziehungsweise vielleicht schauen wir uns noch das Riesenrad an. Aber dann geht's nichts wie in die Arena. Und dort wartet... Sag, was ist das? Was ist es eigentlich hier? Okay, die Arena, die scheint verlegt worden zu sein. Ich glaube, die war früher mal woanders. Ach so, stimmt ja. Das möchte ich euch ja gerne erzählen, also fangen wir gleich mal an. Das hier ist ja die ursprüngliche Arena gewesen. Ist es jetzt allerdings nicht mehr. Und das ist jetzt praktisch eine Freizeitparkanlage. Also es müssten hier auch keine Trainer mehr sein. Ach doch, es gibt doch Trainer. Obwohl es nicht mehr die Arena ist. Die hat man auf jeden Fall verlegt. Weil die Arena da als Arena, dessen Name mir nicht einfällt. Ja, Camilla. Die hat das Ganze umstrukturiert. Und ist jetzt noch mehr in der Modelbranche aktiv, weswegen sie ihre Haarfarbe verändert hat. Und anscheinend wollen die hier wirklich nicht kämpfen. Aber du, oder? Ja, also absolut unnötiges Gebäude, eigentlich Abriss gefährdet. Aber der will kämpfen. Das ist sehr gut. Dann kommt wenigstens Schwung in die Bude rein. Oh, Level 24. Sind wir etwas weiter nach oben. Also ich habe auch geplant, bevor wir auf der nächsten Route weitergehen, sollten wir auf jeden Fall hier die Arena machen, weil ich glaube, wir sind eigentlich so gut wie soweit. Auch wenn ich ein bisschen glaube, dass wir unterlevelt sind. Aber das ist ja auch nur ein Gerücht. Ein böses Gerücht, welches ich da in die Welt setze. So, jetzt ist die S-Bahn. Was ist die S-Bahn, meine Güte? Die Achterbahn weggefahren. So, Mann. In letzter Zeit nies ich öfters, aber ich bin nicht so wie vor 2 Jahren. Gefährdet, einen Schnupfen zu bekommen. Ist auch wieder 2 Jahre her. Menschenskinder, sag ich da nur. Wir werden aber allerdings enttäuscht, weil Camilla wartet da hinten nicht. Ich glaube, sie wartet trotzdem hinten, aber sagt uns nur, ja, folgt mir doch bitte in die Arena, weil das ist nämlich nicht mehr die Arena. Eindeutig nicht, sondern dient rein freizeittechnischen Aktivitäten. Das finde ich nicht so toll, auch wenn es kuschelig sein soll. Ich finde es überhaupt nicht kuschelig, ich finde es eher ekelhaft. Nee, geht eigentlich. Dann tritt mal beiseite und wir steigen dann wieder direkt ein. So, wieder dieser tolle Looping. Und da hinten wartet leider auf uns, wie gesagt, nicht Camilla, sondern nur eine Vertreterin.
haben wir halt ein Andenken, ein Paraheiler, das ist gerade relativ passend, da wir nämlich hier schon unter Strom gesetzt worden sind, doppelt und dreifach, um genau zu sein. Deswegen ist ganz gut, wenn wir uns jetzt heilen. Wir werden auch noch mehrere von diesen Dingern brauchen, weil jetzt wird es richtig hart werden. Beziehungsweise die werden es uns schon nicht leicht machen in der Arena. Aber ich hoffe, dass wir endlich mal und das ausgerechnet bei dieser Arena schaffen, nicht zu verlieren. Mit zwei Trainern relativ mager bestückt, aber da, das müssen wir jetzt akzeptieren. So, dann, das machen wir hier. Ja, also hier ist es so, dass man halt praktisch jeden Tag gegen so eine Person kämpft, die meistens relativ schwach ist und man dann halt praktisch, okay, es passt sich den jeweiligen Standards eurer Pokémon an, dass ihr dann halt eine Achterbahnfahrt unternimmt. Was heißt die Achterbahn? Das ist ein Rummelrad. Das kennt ihr ja hoffentlich. Ja, Skyzone Level 27, das ist sehr schön. Jetzt sind wir noch einem Level vom stärksten Pokémon der Arena entfernt. Ja, ich bin kein Fan. Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall Riesenrad. Also nicht Rummelrad, wie ich gerade so gesagt habe. Mir ist einfach nicht der Name eingefallen. Ich fahre mit solchen Dingen relativ selten. Natürlich machen wir nicht jeden Kampf. Ist jetzt auch nur ein Beispiel. Soll nur ein Beispiel darstellen und ich kann generell diesen Hype jetzt nicht verstehen, warum man das abends macht. Wegen den Sternen, da kann ich auch in ein Hochhaus klettern. Oder wenn ich in einem Hochhaus lebe, einfach aufs Dach gehen und aufpassen, dass ich nicht runterfliege. So, hier müsste irgendwo was sein. Warte, was hat er gesagt? Unbeschreiblich. Ah, Powerheiler werden wir gut gebrauchen können. Hier hatten wir übrigens wieder neue Pokémon-Statuen befestigt, die halt in der Dunkelheit leuchten. Also, da war ja vorher nur Pikachu. Jetzt ist da halt mehr. Es müsste eigentlich hier irgendwo einen Visocaster geben, den jemand verloren hat. Und so, da gibt es halt so eine Art kleine Sidequest. Da ist er ja. Ja, Fundsache. Ja, der fremde Visokasse klingelt, da kann ich auch nicht versprechen, ob wir das komplett machen werden. Auf jeden Fall sprechen wir hier mit einem gewissen Markus. Hallo. Ah, ja genau. Ich habe diesen Visokasse verloren. Ich rufe gerade mit einem alten Gerät ohne Videofunktion an. Tut mir leid. Vielen Dank, dass du meinen Visocast aufgehoben hast. Ich würde ihn gern sofort abholen, aber bei mir ist auf der Arbeit momentan sehr viel los und ich kann leider nicht hier weg. Wenn es nichts ausmacht, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Visocast eine Weile für mich aufbewahren könntest. Das macht dir nichts aus. Prima, danke. Ich heiße übrigens ich heiße Markus. Und du? ALP. Wenn es auf der Arbeit etwas ruhiger geworden ist, hole ich ihn gleich ab. Bis dahin hat mich sehr gefreut. Ach, noch was. Bis ich mir meinen Visocaster abholen kann, sollten wir in Kontakt bleiben, damit du nicht denkst, ich hätte die Angelegenheit vergessen. Ich werde dich ab und zu anrufen. Also bis dann. Ja, da kann man schlussendlich auch irgendwas machen, was ich in meinem privaten Durchspielen da ein bisschen vernachlässigt habe. Werde ich mich im Internet informieren, was man denn da so machen kann. Und jetzt geht's in die Arena.
der da jetzt unspektakulärer aufgebaut ist, weil geht einfach nur einen Laufsteg entlang und müssen halt gegen Trainer kämpfen. Na, da staunst du, ja. Ideale Bühne, hier Tafelwasser. Ja. Ich hatte es gleich gesagt, wir werden hier auf ein mieses Viech namens Emolga stoßen und wir könnten eigentlich jetzt bei Germany's Next Topmodel sein, aber das ist nicht so. Willkommen in der Arena von Rayonus, die Trainer und ihre Pokémon präsentieren uns nun eine spektakuläre Mischung aus Pokémon-Kämpfen und einer Modeschau. Okay, das lese ich jetzt nicht immer vor, aber es scheint interessant zu sein. Ist auf jeden Fall eine etwas andere Arena, die natürlich keine Rätsel bietet, aber das ist ein Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ja, die Regel, das Schwierigste, was wir bisher hatten an Rätseln, das war in der dritten Arena und das war jetzt auch jetzt nicht so ein Rätsel, wie man sich solche Rätsel vorstellt. Da haben wir richtig oft Rätsel gesagt. Ja, das war natürlich dumm. Oh Gott. Müssen wir gleich wieder an die Heilung rangehen oder was? Ja, Kraft wird kommen. Hau es einfach weg. Vati. Schon wieder. Warum überhaupt? Und wir werden wieder, wie ich so schön sage, gekonnt die Attacke ab. Wir haben es einfach drauf, das haben wir mal wieder bewiesen. Zur Schau gestellt hier. Na, die sagen nichts, das sind halt so typische Model. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich als Mann sehe das eher nicht so gerne an, dieses Germany's Next Top Model. Einfach weil es menschenrechtsverletzend, kann man so sehen, aber kann es auch so sehen, ist ja aktuell wieder in den Medien. Das soll halt ein bisschen repräsentativ sein, weil es halt so eine Art, wie heißt es nochmal, Runaway. Oder Broadway ist was anderes. Und man hört auch im Hintergrund ist wieder irgendwas Englisches. Das ist halt speziell in diesem Spiel. Und so eine Trainer-Genre hat man davor auch noch nie gesehen. Also, wie heißt es nochmal? Schönheit. Beziehungsweise Schönheit nur in anderer Form. Damals zumindest war das was ganz anderes. Damals war es noch so eine Kosmetik-Angestellte oder was weiß ich. Jemand, der sich mit Kosmetik auskennt, meine Güte. Das gefällt mir wieder sehr gut. Heißt, dass es mir nicht gefällt. So, Level 27 wäre damit auch bei Loyal erreicht. Und Skyzo erreicht direkt Level 28. Kann man eigentlich auch wieder sagen, gekonnt. Weiterkämpfen. Also wir könnten es theoretisch mit allen Pokémon auf Level 28 schaffen. Das wäre natürlich ein großes Wunder bei der Arena, weil die Arena, die ist definitiv knackig. Das war es auch schon in Pokémon Schwarz und Weiß. Da hat man besonders immer Schwierigkeiten gehabt, wenn man nicht die richtigen Pokémon hat. Aber ich glaube, mit den Pokémon sind wir relativ gut bestückt und können uns beweisen und behaupten und sonst was. Erinnert mich irgendwie an Mario Bär, das Hintergrund Geschreie, wenn ich das mal ganz freundlich. Könnte von Beyoncé sein.
So, und dann machen wir halt doch die nächste Trainerin. Die bewegen sich immer anmutiger. Und da sehen wir übrigens auch im Hintergrund die Zuschauer. Also ich weiß nicht so ganz, was eine Pokémon Arena bitteschön hier verloren hat. Es wird auch immer absurder gut. In Pokémon X und Y hat man sich wieder eingekriegt. Da haben wir nicht so übertrieben. Das ist irgendwie was anderes eingebunden. Ich meine, in Pokémon Schwarz und Weiß hatten wir ein Restaurant als Arena. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Es führt keinen Weg drum rum, dass ich nochmal ins Pokémon Center gehe. Mit einem E hinten dran, das ich vergessen habe. Relativ wenig Erfahrungspunkte gibt es hier zu getten. Ich weiß, komisches Wort. Richtig getten hier. Richtig stehen. Nee. Oh, das ist sehr toll. Das gefällt mir spitzenmäßig, dass wir besiegt werden. So, der hier hat mehr Glück. Aber nicht, wenn man paralysiert wird. Ich finde, man sollte den Pflanzen-Pokémon irgendwie die Immunität gegenüber dieser blöden Paralyse geben. Das passt irgendwie nicht. Hast du jemals eine Pflanze gesehen, die paralysiert ist? Es gibt Pflanzen, die dich paralysieren können. Also im Pokémon gibt es ja da manche. Da wird man ja durch dieses sogenannte Schlohkraut, dieses magische Wundermittel, das es natürlich nur im Anime gibt, wieder von befreit und das muss man sogar ein wie heißt das Pokémon Quapsel organisieren, um, damit das Ding das Schlohkraut aufbürden kann. Sehr toll. Ja, das ist wieder sehr schön. Und dass es nicht schön ist. Die Freude am nicht schön sein. So, ehrlich. Im nächsten Part geht's weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das war wieder überzogen. Verdammt nochmal. Also tschüss, hier vom Runaway. Mit den schönen Pokéball-Mustern. Okay, da kommt noch was auf uns zu. Na Leute, diese Freakshow seht ihr im nächsten Part. Tschüss.